Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Bevor ich einsteige in das heutige Thema intuitiv malen in Aquarell, möchte ich mich recht herzlich bedanken für die vielen tollen Kommentare, die ich bekommen habe in den letzten Videos. Und ich möchte die neuen Abonnenten begrüßen auf meinem Kanal. Schön, dass du mit dabei bist. Der heutige Malprozess, es begann ganz simpel mit einem aquarellen, intuitiven Bild. Und während des Malens entstand daraus ein Mandala. Also auch so geht es. Ja, und hier beginnt der Prozess. Und während ich male, geht es um simple Genesungsmethoden für deinen Alltag. Ich beginne gerne mit Material. Also dieses Bild entsteht in Aquarell und du siehst anhand der Töpfchen, also das sind Aquarellfarben aus der Tube. Und das Schöne dabei ist, man kann die ewig lang, also die trockenen Eintropfen, nach dem Gebrauch, ja sorge mal, trocknen sie und du kannst sie jederzeit wieder verwenden. Das ist das Schöne dran. Und es soll ja einfach sein und da sind wir auch schon beim Thema. Einfache Methoden, Genesungsmethoden für den Alltag. Und ich würde sagen, begleite mich mal durch einen ganz normalen Tag. Die Frage natürlich, wie stehst du auf? Hast du morgens, es ist jetzt die erste Methode oder das erste Werkzeug, ne, was ich vielen Mandantinnen in die Hand gebe, steh ein paar Minuten früher auf. Also die Frage ist, wie gehst du aus dem Haus? Total hektisch? Oder hattest du die Möglichkeit, so 15 Minuten mal in dich zu gehen? Es gibt wundervolle Literatur für den Morgen. Ja, Gedanken zum Tag oder schreib morgens in dein Tagebuch. Ja. Schreib den oder die Prioritäten für den heutigen Tag. Wie geht's dir? Bist du noch auf Kurs? Welche Ziele hast du für deinen heutigen Tag? Na, das wäre jetzt was fürs Tagebuch. Dann, wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, hast du auch die Möglichkeit, Affirmationen, während du zur Arbeit fährst, zu lesen. Ja, es gibt auch da wundervolle Bücher mit Affirmationen. Also meine Empfehlung ist da zum Beispiel Louise Hay. Ich liebe sie. Das war so das erste Buch, wo ich wirklich mit Affirmationen in Berührung kam. Und es hat wirklich mein Leben, es war 2015, komplett verändert. Ja, ich habe mir damals die Affirmationen auch auf so Kärtchen geschrieben. Die hatte ich dann im Geldbeutel, überall lagen die rum, diese Kärtchen. Ne? Aber es hat tatsächlich funktioniert, von diesem negativen Denken in ein positives Denken zu kommen. Oder wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wohlgemerkt, ne? Entspannungsmusik, ja, Meditationsmusik. Ja, und eine weitere ganz, ganz wichtige Methode für Genesung, also ich rede jetzt hier von geistiger Genesung, von Genesung, um ein gutes Leben zu führen, um bei sich zu bleiben. Na, das ist, Dinge nicht aufzunehmen. Nein. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Das macht es leichter für andere Interessenten, mein Video zu finden. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, jetzt bin ich kurz unterbrochen worden. Nein, nicht Dinge aufnehmen, immer mehr weglassen. Ja, und da geht es natürlich ganz klar, Handy. Wenn du, also es sind jetzt nur Empfehlungen, ne? Wenn du draußen bist beim Wandern,
lass das Handy einfach öfter mal zu Hause. Ich habe wirklich viele, viele Mandantinnen, die schaffen es nicht, ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Ja? Lass es ruhig mal zu Hause. Dann diese ganzen WhatsApp-Gruppen, lass es. Geh nur in die WhatsApp-Gruppen, die wirklich nötig sind. Weniger ist mehr. Und genauso ist es ja häufig beim Malen. Weniger ist mehr. Das Gleiche gilt für Nachrichten. Ich muss nicht am Tag 3, 4, 5 Mal irgendwelche, also Nachrichten gucken sowieso nicht, aber auch oft bekommt man ja die kurzen Feeds, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man es genau nennt, aufs Handy. Lass es, lösch sie, ja, oder blockier sie, noch besser. Also auch mit Nachrichten sehr, sehr sparsam umgehen. Das Gleiche gilt für Facebook, Instagram, YouTube. Wirklich nur zu bestimmten Zeiten gucken. Und also um wirklich auch ein gutes Leben zu führen, um Ziele zu erreichen, um auch zu genesen von Co-Abhängigkeit, auch von Alkoholismus und von Drogenabhängigkeit. Ich meine, ich bin ja selbst betroffen, benötige ich eine ganz wichtige Eigenschaft, Disziplin. Ja, ich sage immer, versuch dich selber ein Stück weit zu disziplinieren. Und es klingt ein bisschen paradox, ne, wenn ich behaupte, Disziplin macht frei. Klar, wenn ich weiß, okay, oder anders ausgedrückt, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich mich so diszipliniere, dass ich agiere und nicht reagiere auf äußere Reize, ja, dann diszipliniere ich mich ein Stück weit und es macht frei. Ja, wir sind hier, also wenn ich hier sehe, Kaffee, ich trinke, bin mittlerweile alte Frau geworden, ich vertrocke Kaffee mehr. Also nicht mehr nachmittags oder ab Mittag mittlerweile schon gar nicht mehr, vergiss es. Also das ist jetzt hier, dann weiß ich, okay, das ist in der Früh, ist auch etwas sehr Wunderschönes, Wundervolles, morgens zu malen. Na, da sind wir wieder bei der Disziplin, ein bisschen früher aufstehen, Wecker stellen und probier's mal, bevor du in den hektischen Alltag gehst, mal ein bisschen zu malen. Ja, also ich glaube, jetzt zum Wiederholen komme ich jetzt gar nicht mehr. Also Disziplin, Handy oder weniger ist mehr, auf jeden Fall. Ja, also Dinge weglassen und nicht aufnehmen. Und achte auf deinen Morgen, das Wichtigste überhaupt. Achte auf deinen Morgen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen und dann würde ich sagen, vielleicht bis nächste Woche. Ah ja, für die aus Bayern sind, die Wiesen ist da. Jösses Maria und Josef. Also ich als trockene Alkoholikerin gehe natürlich, hab da nichts mehr verloren. Gell? Also, pfiat's euch. Tschüss.